Der Wettergott muss ein Sportflieger sein, denn er bescherte den angereisten Zuschauern und dem Piloten ein super Wetter. Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein war eine herrliche Kulisse für die teilweise atemberaubende Flugshow. Von überall her waren die Piloten angereist. Für Flugbegeisterte gibt es keine Grenzen. Wer einmal die Atmosphäre in Laucha kennengelernt hat, den zieht es jedes Jahr wieder hin. Staunende Blicke schweiften am Himmel entlang, immer auf der Suche nach einem Flugzeug. Aber in diesem Jahr begeht ja jetzt eigentlich noch ein Jubiläum. Richtig, wir haben ja 100 Jahre Fliegen in Laucha. Also vor genau 100 Jahren ging hier die Fliegerei los. Das war also 1923, 24, im Januar, Februar, 24, wo die ersten Flieger, die hier angefangen haben, ihre Flugzeuge noch selber gebaut haben. Man kann sich es nicht mehr vorstellen, wobei es gibt immer noch solche Verrückten, die bauen ihre Flieger selber und kommen dann auch hier hoch zum Fliegen. Ja, und das hat sich halt so durchgezogen. Wir haben hier historische Gebäude, die zwar nicht mehr genutzt werden, weil das mal in einer ganz anderen Zeit, 1936 bis, war das hier mal Reichssegelfliegerschule, hat also trotzdem Tradition hier, weil das auch ein super Segelfluggebiet ist, weil es hier auch noch in der Hanglage ist, der Flugplatz, wo wir mit Aufwinden, Hangwinden arbeiten können, wo die Segelflieger ein ideales Feld haben, um sich hier in der Luft zu erheben. Natürlich haben wir hier auch Motorflieger und Ultraleichtflieger, wir haben Drachenflieger und wir haben auch Gleitflieger. Wir sind eigentlich universell hier vertreten. Außer, dass wir die Gleitschirmflieger und die Drachenflieger bei diesen Vorführungen hier leider nicht mit im Programm haben, weil das passt nicht ganz hin. Weil das ist zu aufwendig, weil die würden uns dann mit ihren Schirmen dann hier in Luftraum leider sperren und das macht den Flugverkehr halt etwas ungünstig bei der ganzen Geschichte. Aber ansonsten haben wir fast alles, was man sich so wünschen kann. Super, mal noch eine Frage. Es findet ja immer zur Himmelfahrt statt. Ja. Ja, das ist so eine. Ja, Himmelfahrt sagt's doch eigentlich, wa? Himmelfahrt. Da gehen die Männer in die Luft. Mittlerweile haben wir so ein bisschen anderes Motto, weil wir haben festgestellt, hier werden die Frauen immer mutiger. Wenn so die Pärchen hier so ankommen hier und ich sitze ja nun hier an der Quelle, ich mache die Rundflugkasse, wo wir das auch dann auch verteilen, wenn die Leute kommen, wa? Zu zweit, zu dritt, einzelne Personen, zu viert. Und ich möchte mit dem, mit meinem Partner fliegen. Und wenn wir aber alle Flüchte ausgebucht haben und haben nur noch einen Sitzer, wo bloß immer einer reingehen, wo wir dann schon sagen, los Mädchen, macht's doch mal getrennt, fliegt mal im Paar. Und ihr habt heute Abend viel mehr zu erzählen, als wenn ihr das Ding zusammen macht. Ja, und das ist auch gut angekommen, wird angenommen und ist für unsere Piloten auch sehr zum Vorteil, sage ich jetzt einfach mal. Da sitzen die, die halt bloß eh mitnehmen, nicht am Boden, sondern die sind genauso aktiv in der Luft und wir freuen uns ja darüber, über die ganzen Gäste, die hier kommen. Ja, weil es ist einfach eine sehr schöne Sache und ich habe ja meine ganze Enkelschaft heute auch in der Luft bewegt, muss ich dazu sagen. Ja, und meine Schwiegertochter, ich sage es jetzt einfach mal so, die wollte schon immer einen Kunstflug haben, hier mit dieser Su-29 da hinten. Und das haben wir auch noch hingekriegt, die hat heute Kunstflug gemacht. Da würde ich das nicht mehr machen, da bin ich zu alt, hätte ich fast gesagt. Sagen Sie mal, wie groß ist denn eigentlich der Verein? Man hört ja vom Verein, es ist rückläufig oder so. Trifft das bei euch auch zu? Wie das bei allen Vereinen ist, das geht mal hoch, mal runter. Wir haben mittlerweile eine Mitgliederzahl von etwas über 70, 72 variiert jetzt so. Ja. Und wo wir halt sagen, Nachwuchsprobleme, das ist immer so ein Ding. Die Jugend ist heute, die dattelt mehr. Und Fliegen ist eine Teammannschaft, ist ein Teamsport. Und wo man halt auch dann seine Zeit hier viel am Wochenende verbringen tut, weil in der Woche gehen sie alle in die Schule und abends brauche ich ja nicht mehr anzufangen. Also bin ich hier oben auf dem Flugplatz dann am Wochenende. Das muss man mögen, das muss man wollen. Richtig. Und das machen auch nur die, die da wirklich Interesse haben. Ich bin in der glücklichen Lage, mein Enkel, mein Großer, will das auch. Der geht hier in Laucha aufs Gymnasium und nächstes Jahr geht das dann auch los bei denen. Ja, da sind Sie wirklich in der glücklichen Jahre. Es hätte ja auch sein können, dass er Flugangst hat. Nee, hat er nicht. Die waren heute alle in der Luft bei mir. So, das ist schon mal schön, das, was Sie von Ihrer Familie erzählen. Jetzt nur noch kurz, was erwartet die Besucher, die heute und morgen hier sind? Also heute und morgen, das ist das gleiche Programm. Also wir beginnen hier frühmorgens um 10, dass hier die
Rundflüge stattfinden hier. Mit einer Vielzahl von Flugzeugen, wenn Sie da hier mal durch die Reihen dann gehen. Wir haben ja fast alles da, was so in dieser Größenklasse ist. Von so einem alten Zweisitzer angefangen hier, der hat viele Restaurationsstunden hinter sich, bis Cessna, tschechische Flugzeug, Slim oder Kunstflugmaschine von Sukhoi, eine russische Maschine. Oder halt auch hier wie die Do, die ist jetzt gerade gestartet hier, die aus den 60er Jahren stammt, aus den alten Bundesländern. Ja. Okay. Also wir haben DDR-Geschichten, aber auch alte Bundesländergeschichte mit dabei, die hier rumfliegt. Auf dem Programm standen die Kunstflugvorführungen ganz oben. Wagemutig und teilweise halsbrecherisch vollführten sie Loopings und Figuren. Es war also wieder so allerhand los hier in Laucha. Wir haben dann erstmal Herbert Schumann kurz von seinem Shop abgehalten. Herr Schumann, Sie sind auch im Verein und ich habe ja so erfahren, und Sie sind ja Pilot und heute und morgen, wir wollen den morgigen Tag nicht vergessen, ganz besonders. Ja, das stimmt, und wir machen hier unsere Flugtage und machen Gästeflüge mit unserem Flugzeug vom Verein und auch von den Privatflugzeugen. Und außerdem kommen dann noch viele andere Flugzeuge, die dann ebenfalls unsere Gäste fliegen. Sagen Sie mal, Sie haben ja nun Erfahrung von den letzten Jahren her. Wie groß ist das Interesse am Fliegen? Also erstaunlicherweise muss ich sagen, es sind ja nun immer 3 Tage, wo wir Flugbetrieb machen. Himmelfahrt, Sonnabend und Sonntag, dann dieses Wochenende. Und je nach Wetterbedingungen ist natürlich dann die Zuschauerzahl auch entsprechend. Und dieses Jahr haben wir ja nun ganz besonderes Wetter. Und da hatten wir am Donnerstag schon mal 1500 Leute an Besuchern jetzt. Und heute zum Sonnabend, wenn man sich so umguckt hier, da kann man auch viele auf den Parkplätzen sehen und viele Zuschauer. Und wie viele haben den Mut, sich zu Ihnen ins Flugzeug zu setzen? Ja, erstaunlicherweise ist das natürlich sehr unterschiedlich, aber ich muss sagen, im Allgemeinen vertragen die Leute das recht gut. Wie lange dauert eigentlich so ein Flug? Bei uns dauern die Flüge so im Durchschnitt 15 bis 20 Minuten. Und mit welchem Modell macht er seine Rundflüge mit den Besuchern? Ja, Herr Schumann, ich schaue hier schon mal rein. Ich gebe es zu, ich bin ein Angsthase beim Fliegen. Aber was ist es? Erklären Sie jetzt mal den Zuschauern, ja, worauf sitzen Sie und später drin dann? Was ist es für ein Flugzeug? Also das ist ein Ultraleichtflugzeug, moderner Bauart. Hat einen Motor mit 100 PS, also sehr leistungsstark. Kann eine Person, also das heißt mit dem Piloten 2 Personen, und macht eine Fluggeschwindigkeit von 180 km/h und hat eine Reichweite von ungefähr 500 km. Ach doch, so weit? Ja. Ja. Und diese Ultraleichtflugzeuge sind mittlerweile so gebaut, dass man da schon von richtigen Reiseflugzeugen sprechen kann. Da ist Heizung drin, die Instrumentierung ist entsprechend und mit Funk und GPS. Dass man auch praktisch Ziele erreichen kann, die man nicht kennt. Die Welt einmal auf den Kopf zu stellen, und das im wahrsten Sinne des Wortes, begeistern Piloten und Zuschauer. Letztere schauten fasziniert gen Himmel. Dort oben scheint die Schwerkraft nicht mehr zu gelten. Immer wieder setzen sich die wagemutigen Piloten darüber hinweg. So waren die Laucher Flugtage in diesem Jahr für die Veranstalter wieder ein voller Erfolg.